So, hallo und erstmal danke für die 300 Abonnenten, damit hätte ich echt nicht gerechnet. Heute möchte ich euch mal was vorstellen und zwar geht es ums Thema Scheibenversiegelung. Es gibt dann diese Umbrello-Geschichte, die kostet glaube ich 12 Euro noch was plus Versand. Die nimmt man einmal und dann ist gut. Hält dann irgendwie 3-4 Monate, soweit ich weiß. Ich habe mir gedacht, muss er irgendwas geben, was vielleicht ein bisschen länger hält, was heißt länger hält, was ein bisschen ergiebiger ist und was eventuell nicht unbedingt dasselbe kostet. Bin ich auf das Armor All Shield gestoßen. Mal gedacht, probier's mal aus. Kostet nicht mal 10 Euro. Die Flasche, die hält auch, würde ich jetzt mal sagen, locker 15 Versiegelungen. Und das möchte ich euch heute mal einen Unterschied zeigen. Wobei Unterschied natürlich auch wieder so der Punkt ist, die linke Seite, die ist jetzt einen Monat oder so her, wo ich die versiegelt habe. Also ewig hält sie nicht. Das muss man auf jeden Fall dazu sagen. Also einmal im Monat müsste man die dann schon hier drauf tun. Wobei das sich ja bei der normalen Reinigung dann auch in Grenzen hält. Dann versiegle ich halt schnell mal die Scheibe, dauert ja auch nicht ewig. Und vor allem, wenn ich dann überlege, was manche Autoaufbereiter für eine Scheibenversiegelung wollen, ganz ehrlich, die 10 Minuten Zeit habe ich auch so. Also wie gesagt, die rechte Seite ist jetzt frisch versiegelt, die linke ist sogar noch länger her. Also man merkt auf jeden Fall schon einen Unterschied. Was mir ein bisschen negativ aufgefallen ist, gut, ein bisschen Haken muss es haben bei dem Preis. Am Anfang denkt man, ach du Scheiße, weil es wolkenbildet die Sau und Stirn zieht. Das gibt sich aber dann relativ zügig. Also am Anfang nicht erschrecken, ist vielleicht ein wenig krass. Aber am besten dann nochmal drüber polieren und dann ergibt sich das auch von allein. Ja, jetzt nehmen wir mal ein bisschen Wasser und schütten das mal über die Lichtversiegel. Also es läuft zwar ab, aber wie man hier eben sieht, es bleiben trotzdem noch Reste vom Wasser da. Also es ist auch beim Autofahren jetzt nicht so, dass du sagst, oh Gott, alles voll. Es peilt trotzdem ab 80, 90 peilt es trotzdem noch ab. Jetzt nehmen wir mal die ganz frisch versiegelte Scheibe. Und da merkt man einfach, dass das bedeutend harmonischer und schneller abläuft. Also drüben sieht man noch die einzelnen Perlen, hier fast gar nicht mehr. Also das ist auf jeden Fall der Unterschied zwischen der frisch versiegelten und länger her versiegelten Scheibe. Also ich kann das Produkt wirklich für den Preis empfehlen. Auch hier werde ich noch andere Sachen mit Sicherheit durchtesten. Weil man lernt ja nie aus und was Besseres gibt es mit Sicherheit auch. Aber ich finde das Umbrello einfach mir persönlich zu teuer. Und man weiß ja unterm Strich auch nicht, wie lange es hält. Also wie schon gesagt, man sieht es, es hält nach wie vor, aber halt nicht so krass, wie wenn es jetzt direkt frisch versiegelt ist. Also ich kann das Produkt wirklich nur empfehlen. Wenn ihr noch irgendwie Fragen habt, schreibt sie drunter, kein Problem. Und ansonsten viel Spaß mit euren Leons oder mit den zukünftigen Leon-Fahrern. Bis dann!